Ich bin Alex, gerade 30 geworden und im Berliner Büro, seit kurzem Manager bei Etikani und hauptsächlich im Bereich Industrials Automotive unterwegs. Ich wollte in die Beratung, weil ich nach einem Praktikum gemerkt habe, dass mir dieses klassische Konzern-Arbeitsleben nicht so gefällt. Was mir wichtig ist, dass ich einerseits was mache, was mich persönlich fordert, was ich spannend finde, wofür ich brenne, wo ich irgendwo Lust habe aufzustehen morgens. Ja, die Beratung gibt mir genau das. Klar, die Vorurteile, dass es jetzt typische Schlipsträger sind und viele BWLer, auf die ich jetzt treffen werde. Und ich als Ingenieur bin jemand, der auch gerne anpackt. Ich schraube selber an Motorrädern und deswegen passt das erstmal jetzt nicht so direkt zusammen. Und bei Kani hatte ich von Anfang an dieses Gefühl, dass wir so ein bisschen anders ticken. Das war beim Vorstellungsgespräch schon so und im Grunde war es am Ende eine Bauchentscheidung zu sagen, ich gehe zu Kani. Die Kultur ist ein Stück weit anders, weil bei uns gibt es weniger Einzelkämpfer. Bei uns wird auch diese Up-and-Out-Kultur nicht ganz so hart gelebt, sondern es ist schon eher, dass es so eine Gemeinschaftskultur ist und jeder den anderen unterstützt. Man kommt da hin und es ist einfach so eine positive Stimmung. Man betritt dieses Büro nicht und hat das Gefühl, das ist jetzt eine reine Arbeitswelt. Hier sitzen 1000 Individuen, die einfach nur wie so Bienen arbeiten an ihrem Ding, sondern ist irgendwie ihr Leben drin. Was für mich bei Kani besonders ist, ist, dass bei uns nicht die Arbeitszeit das ausschlaggebende Kriterium ist und irgendein Berater daran gemessen wird, wie viel Zeit er am Schreibtisch verbringt, sondern dass das Ergebnis zählt. Also mein erstes Projekt war direkt in den USA und ich habe einen Projektleiter getroffen und er sagte, Alex, du bist der Workstream-Lead für das Thema X und das Thema Y. Und im Grunde war ich anfangs völlig überfordert und dachte, okay, ich kenne diese Wörter nicht mal, die mir gerade genannt wurden. Aber genau dieses Fordern führt eben dazu, dass man diese steile Lernkurve hat, von der man immer spricht. Und als ich mich für die Beratung entschieden habe, habe ich natürlich alle Beratungen angeschaut. Und dann habe ich am Ende mir selber gesagt, du wirst mit diesen Leuten sehr viel Zeit verbringen. 12, 13, 14 Stunden am Tag. Wo hast du das beste Bauchgefühl? Und das Gefühl hatte ich bei Kani, einerseits, weil ich mich dort als Ingenieur zu Hause fühle, aber andererseits, weil es einfach direkt so ein Fit war mit den Leuten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man auf mich herabschaut als junger Berater und Bewerber. Und das zieht sich jetzt durch meine ganze Laufbahn. Wenn ich unseren Deutschlandchef treffe, rede ich mit dem genauso entspannt, wie wenn ich einen Praktikanten treffe oder wenn ich mit einer Assistentin rede oder mit unserem HR-Support. Das ist wirklich alles eine sehr bodenständige Kultur mit einer flachen Hierarchie, was ich sehr schätze.